Herzlich willkommen zum Workout Speck weg nach Weihnachten. Ich werde mit euch einige Übungen für den Bauch durchführen. Los geht's, viel Spaß! Wir gehen zuerst in die Planke, Bauch ist eingezogen. Und ihr geht mit dem rechten Knie zum linken Ellbogen. Eins, und ihr wechselt. Zwei, drei, Bauch anspannen. Achte, dass der Bauch nicht nach oben geht, bleibt unten. 4, 3, 2, 1. Knie auf dem Boden abliegen, kurz lang machen. Wir wiederholen diese Übung noch einmal. Ihr kommt nach oben, wieder in die Planke. Po bleibt unten, Bauch ist angespannt. Noch 4, 3, 2 und 1. Langsam zurück, Knie aufsetzen, nach hinten absetzen, ganz lang machen und atmen. Die nächste Übung ist für die Ganzkörperspannung. Ihr geht mit dem Unterarmen auf den Boden, seid eine Linie, Po nicht nach oben strecken, bleibt unten. Wir halten, Bauch ganz kräftig anspannen. Geht auf die rechte Seite, den oberen Arm auf dem Oberschenkel ablegen und halten. Bauch einziehen, Becken nicht nach unten fallen lassen, oben bleiben. Und ganz langsam, eins, zwei Beine hoch ab, Bauch einziehen. Ihr bleibt oben, Bauch einziehen, Becken hochschieben, Bein ablegen und dann kommt wieder in die Ganzkörperspannung, Bauch einziehen. Halswirbelsäule, Verlängerung der Wirbelsäule. Ihr kommt auf die linke Seite. Ihr haltet, Becken nach oben schieben, Bauch einziehen, atmen. Das obere Bein löst sich wieder. Eins, zwei, drei. Becken hochschieben, Bauch einziehen. Ihr haltet oben. Drückt euer Becken nach oben. Bauch einziehen. Bein geht nach unten. Ihr geht in die ganze Körperspannung. Halswirbelsäule, Verlängerung der Wirbelsäule. Bauch anspannen. Knie aufsetzen, nach hinten schieben, Finger nach vorne raus. Und ihr kommt ganz langsam über die Seite. Und zwar in die Rücklage. Ihr nehmt beide Beine zu euch her. Ihr kreist ganz kurz eure Knie nach einer Seite, auf die andere Seite. So, und ihr stellt jetzt die Fersen auf. Das rechte Bein nach unten rausstrecken, linkes Bein zum Oberkörper her. Nimm die Hände hinterm Kopf. Bauch ganz kräftig einziehen. Schulter kommt vom Boden weg. Das rechte Bein. Und der rechte Ellbogen geht zum linken Knie. Eins, zwei, drei.
Bauch einziehen, atmen, schön die Beine nach vorne strecken. Letzte 8. Noch 4. 3, 2, 1. Ihr haltet gleich eine Seite. Bauch einziehen. Bauch anspannen, atmen. Und die andere Seite. Ihr nehmt die Beine zu euch her, stellt sie auf. Macht euch ganz lang und diese Übung machen wir noch einmal. Beine wieder aufstellen, Hände gehen hinter den Kopf. Ihr streckt wieder das rechte Bein nach vorne weg. Linkes zum Oberkörper her, Schulter geht vom Boden weg. Bauch kräftig anspannen, Bein geht weg. Rechte Ellbogen, linkes Knie umgekehrt. So, die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3. So, ihr haltet wieder eine Seite. Dreht auf die andere Seite. Atmen. Beine aufstellen und wieder lang machen. Zieht euch raus. Streckt eure Beine nach unten weg. Bauch geht gespannt, ihr atmet, stellt die Beine wieder auf, nehmt sie ganz kurz zu euch her, reißt nochmal mit den Knien auf die eine Seite und auf die andere Seite. So, wir machen weiter mit der geraden Bauchmuskulatur, es kommen ganz normale Bauchcrunches, die Fersen sind aufgestellt, die Hände gehen wieder hinter den Kopf, Beckenboden ist hochgezogen, der Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen und ihr kommt hoch, Schulter geht weg und kleine Bewegungen nach oben. Immer wenn ihr hochkommt, Bauch noch ein bisschen hinziehen und atmen. Ausatmen beim Hochkommen. Vier, drei, zwei, oben, Bauch einziehen, halten, Arme nach außen schieben und oben nach außen. Und ganz locker abwägen, kurz lang machen. Diese Übung machen wir noch einmal. Ihr stellt die Fersen wieder auf, Hände geblieben hinter den Kopf, den Boden hochziehen, den Bauchnabel zur Wirbelsäule und die Schulter kommt vom Boden weg. Und hoch, 1, 2, 3, 4. Letzten 8. Von oben halten, atmen, Bauch einziehen. Und wieder nach unten kommen, ganz lang machen. Streckt euch, Bauchdecke ist gespannt und ihr atmet. Ganz kurz nehmt ihr nochmal eure Knie zu euch her. Kreist nochmal eure Beine nach einer Seite und zur anderen Seite. Gut, ihr dürft
die Fersen wieder aufstellen. Ihr nehmt die Arme nach hinten. Ihr überkreuzt beide Handgelenke, die Handinnenflächen gehen zusammen. Ihr legt euren Kopf auf den Oberarmen ab. Auch hier wieder den Beckenboden hochziehen, den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Die Schulter geht vom Boden weg. Wir ziehen durch. 1, 2, 3. Immer den Bauchnabel einziehen, wenn er hochkommt. Noch 4, 3, 2. Ihr bleibt oben. Halten, Bauch ganz richtig einziehen. Ablegen und ganz lang. Diese Übung machen wir auch nur einmal. Bauchdecke ist gespannt. Und langsam wieder die Fersen aufstellen. Und mal kurz die Arme ausschütteln. Und ihr geht wieder in die Ausgangsposition. Handgelenke überkreuzen, Handinnenflächen gehen zusammen. Den Kopf legt er auf den Oberarmen ab. Und jetzt zieht den Beckenboden hoch, den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Schulter geht weg. 1, 2, 3. Immer den Bauch einziehen, wenn er hochkommt. Noch 4, 3, 2, bleibt oben, halten, ablegen und wieder ganz lang machen. Lang. Bauchdecke ist gespannt. Ihr nehmt langsam eure Knie zu euch wieder her. Kreist wieder eure Knie zu einer Seite und zur anderen Seite. Machen wir noch ein bisschen was für die untere Bauchmuskulatur. Ihr nehmt die Arme neben eurem Oberkörper, die Handinnenflächen zeigen zur Decke. Die Beine gehen nach oben, das rechte Bein ist vor dem linken Bein. Jetzt zieht ihr euren Beckenboden hoch, den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und jetzt spannt ihr euren Bauch nur ganz kräftig an, dadurch geht das Becken nach oben. Immer den Bauch einziehen, wieder hochkommen. Wer will, darf die Arme wegnehmen. Die Schulter wegnehmen. Blick ist zu den Knien oder zu den Zehenspitzen. Immer den Bauch einziehen, wenn er hochkommt. Atme nicht vergessen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ihr haltet kurz oben, Bauch ganz kräftig anspannen. Beine herziehen und ablegen, ganz lang machen. Zieht euch raus, macht euch ganz lang. Letzte Runde, gleiche Übung. Dürft die Arme wieder neben den Oberkörper ablegen, kurz Beine aufstellen. Die Beine gehen nach oben, linkes Bein vom rechten. Die Arme dreht ihr um, Handinnenflächen zeigen zur Decke. Ihr zieht den Beckenboden hoch, den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und jetzt gehen wir ganz langsam wieder hoch. So, immer den Bauchnabel einziehen, wenn er hochkommt. Die Arme mit, wer will. Wer will, darf auch die Schulter mitnehmen. Blick ist zu euren Füßen. Schön den Bauch einziehen. Die letzten 8, 7, Bauch einziehen, 5, 4, 3, 2, kurz oben halten, Bauch anspannen. Ganz langsam die Beine wieder zu euch hernehmen, streckt euch nochmal nach unten raus, regelt und streckt euch, macht euch ganz lang. Ihr atmet, die Beine gehen wieder zu euch her,
Umfasst eure Knie, ihr Kreis, nochmal. Eine Seite, andere Seite. So, jetzt atmen wir mal ganz tief ein und aus. Lasst euch auf die Seite fallen. Ganz langsam nach oben zum Sitzen. So, das war's jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und macht weiter so. Einfach immer wieder reinklicken und einfach diese Übung wiederholen.